Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich bin nicht in den Karneval zurückgefallen. Es geht um Weihnachten, es geht um Geschenke für meine Familie, für meine Freunde und es geht um ganz viele Geschenke für euch, also bleibt auf jeden Fall dran. Kein Karneval, sondern ich wollte mich einfach weihnachtlich einkleiden. Und ich habe aber keine Weihnachtsmütze gefunden. Und dann dachte ich, so eine Weihnachts-Mini-Maus ist ja auch kein Problem eigentlich. Ne? Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Ich sitze inmitten von lauter Tüten und Geschenken, die ich seit Monaten sammle. Und jetzt kann ich halt eine riesengroße Verlosung machen, die einfach nur, dass ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, findet auf Instagram statt. Nicht hier, nicht unter diesem Video, sondern alles auf Instagram. Also, wenn ihr teilnehmen möchtet, wenn ihr was gewinnen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei mir vorbei. Ich zeige euch auch überhaupt gar nicht alles, weil das würde dieses Video komplett sprengen. Ich zeige euch nur so ein paar Favoriten. Ja, gar nicht viel Palaver. Los geht's. Das allererste, was ich sehe, ist etwas, mit dem ich mich so ein bisschen auch selbst beschenkt habe. Und zwar hat Klüß mich angeschrieben und gesagt, liebe Annika, wir würden dir sehr gerne unsere neue Uhrenkollektion vorstellen. Und da sage ich ja nicht nein. Und da habe ich mir aus denen ihrer Black Edition 3 mega geile Uhren ausgesucht. Eine trage ich hier schon. Das ist eine komplett schwarz-matte Uhr mit Lederband, die ein bisschen kleiner ist. Also ich habe sonst echt größere Uhren. Die ist ein bisschen kleiner und wirkt dadurch, finde ich, ein bisschen edler. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich hier mir noch ausgesucht habe. Und zwar ist das dieselbe Uhr, wie ich sie jetzt gerade hier trage, nur ein bisschen größer. Jetzt sieht man so ein bisschen den Unterschied vielleicht, ne? Und dann haben wir hier, und die wird an eine glückliche Person von euch gehen, auch in komplett schwarz, aber mit so ein bisschen einem Marmorzifferblatt. Ich glaube, man nennt das so. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie das anders heißt. Und sie sieht super schlicht, aber mega edel einfach aus. Und das überkrasser an dem Zeug jetzt hier ist, dass ich einen Rabattcode für euch habe. Und den schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox rein. Also, wenn ihr eure Liebsten, eurem Liebsten, eurer Mama, eurem Papa oder weiß Gott wem eine wunderschöne Uhr schenken wollt, die haben wirklich Hammer Sachen. Und nicht nur Uhren, da sind tolle Armbänder mit dabei und. Also schaut da gerne mal vorbei. Alles ist unten in der Infobox. Riesengroßes Dankeschön an Klüß. Gehen wir über zu etwas. Ich kannte die Teile nicht. Auf der Glow wurden sie uns aber vorgestellt. Ich so, wow, was, das funktioniert. Und zwar handelt es sich um die Make-up-Radierer. Na super, jetzt kann ich sie natürlich nicht auspacken. Habe ich das? Ich habe nochmal irgendwo welche. Moment! Eine komplette Tüte voller Make-up-Radierer. Alter Schwede, ich kann euch so viel schenken. Oh Gott, ich fühle mich echt wieder wie die Weihnachts-Mickey-Maus. Ja, um was handelt es sich eigentlich so allgemein? Und zwar sind das so wie so Waschlappen und die sind zum Abschminken da. Und da brauchst du nichts. Du brauchst nur dieses Teil und that's it. Und das Schöne ist, dieses Teil kannst du viel öfter benutzen. Es funktioniert wirklich. Also davon habe ich super, super viel. Hier noch eine ganze Tüte voll. Ich verlinke euch aber die Sachen, die ich euch zeige, natürlich unten in der Infobox. Falls ich euch angeteased habe, dann könnt ihr da vorbeischauen. Was ich hier auch liegen habe, sind ganz viele Make-up-Produkte. Von Real Techniques habe ich hier zum Beispiel nämlich einen Pinsel, einen Setting Brush. Gerade was Pinsel angeht, sind die sehr, sehr gut. Und das gibt es auf jeden Fall auch. Außerdem, ich habe es euch ja schon in meinem Make-up-Routine-Video erzählt. Ich liebe die Produkte von BH Cosmetics und die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich habe hier einmal die Palette von der lieben Bella und einmal die Contour-Palette. Und da hoffe ich, dass ich jemanden von euch natürlich auch ganz glücklich machen kann mit. Kommen wir mal zu ein bisschen was anderem, dass wir so ein bisschen durchmixen und ich nicht nur Beauty euch jetzt hier auf einen Schwung zeige. Und zwar habe ich was gefunden und ich fand das so lustig irgendwie. Und zwar gibt es das gerade bei Depot. Eine Popcornmaschine. Ich fand die so süß. Ich finde, die sieht so mega niedlich einfach aus. Ob sie jetzt funktioniert, keine Ahnung. Das ganze Ding kostet 20 Euro so. Dafür kann man es mal irgendwie ausprobieren. Das wird auf jeden Fall unterm Baum stehen. Mal gucken, wer es bekommt. Ich muss meiner ganzen Familie und meinen Freunden natürlich sagen, dass sie dieses Video nicht schauen dürfen. Sonst wäre ich ja nicht die Weihnachts-Mickey-Maus, wenn sie das schon vorher wüssten. Ne? Wir schenken uns tatsächlich auch an Weihnachten nie irgendwie so krass große Sachen. Also bei uns gibt es einfach immer kleine Sachen, auch viel Blödsinn. Aber wir sitzen super gerne immer unterm Baum und packen stundenlang aus, weil jeder einzeln auspackt und jeder es gleich angucken möchte. Und dann wird es anprobiert und hier und da und sowieso. Wie sieht euer Weihnachten eigentlich aus? Schreibt mir das auch auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und schreibt mir auf jeden Fall auch mal unten rein,
A, was war das krasseste Geschenk, was ihr jemals bekommen habt? Und B, was war der größte Fail, den ihr mal unter Baum hattet? Auch weg vom Beauty, gehen wir mal über zu Kleidung. Ich verschenke das super gerne, gerade an meine Mama und an meinen Papa. Und da habe ich für meine Mami hier eine graue Jacke, kann man eigentlich immer gebrauchen, in einem super schönen, edlen Stoff. Und mein Papa zum Beispiel, für den habe ich mit unter anderem ein Pulli gefunden. So sieht das gute Stück aus. Super witzige Geschichte übrigens dazu. Ich kann Größen, gerade bei Männern, einfach immer schlecht einschätzen. Ne? Also ich weiß, dass mein Papa größer ist als ich. Er ist aber sehr zierlich, sehr dünn, aber hat super lange Arme. Jetzt bin ich in diesem Klamottengeschäft gewesen und dann stehen da nur Zahlen auf diesen Teilen drauf. Und gerade, dass ich irgendwo weiß, dass ich eine 36 habe, Entschuldigung, bei Männern steht dann irgendwo 56, 54 drauf. Was soll ich denn damit anfangen können? Ja, dann habe ich einfach, da war so ein Mann und der hatte so von der Statur her, war der auf jeden Fall so groß wie mein Papa. Und dann habe ich ihn einfach angequatscht und das mega Süße war, dass der sich sofort seine Jacke ausgezogen hat und jeden Pulli für mich anprobiert hat, damit ich gucken konnte, ob der denn passen könnte. Ja, und so habe ich jetzt einfach auf gut Glück, ich glaube Größe 56 habe ich einfach genommen, weil der Mann gesagt hat, ist ja egal, wenn das hier ein bisschen locker ist, Hauptsache die Ärmel passen und das stimmt eigentlich, also... Papa, verzeih es mir, wenn der dir jetzt zu groß ist. Das ist ja keine Beleidigung. Ich habe nur an lange Arme gedacht. Was meine Mama absolut liebt, und da weiß ich jedes Jahr, dass ich sie damit beglücken kann, sind Kerzen. Auch wenn das nur Teelichter sind, diese Frau freut sich über Kerzen. Ja, wie gesagt, auch wenn sie sich das selber kaufen kann, aber es geht ja um die Geste und dass man weiß irgendwo, was dem anderen gefällt. Und bei meiner Mama stehen immer Tausende von Kerzen. I know you. Und wir gehen doch wieder über auf die Beauty-Seite. Und zwar zeige ich euch jetzt noch zwei Sets aus meiner Beauty-Abteilung. Und den Rest, wie gesagt, seht ihr auf jeden Fall auf Instagram. Vergesst da nicht vorbeizuschauen und mitzumachen. Das nächste Set, was ich hier habe, ist von The Balm. Da habe ich drei Produkte. Und zwar einmal den Cabana Boy. Das ist ein super schöner Rouge-Ton. Also sieht wirklich toll aus. Auch habe ich hier eine Eyeshadow-Palette, wo wirklich mega coole Farben drin sind. Ich meine, alter Schwede, da sind alle Farben drin, die ein Make-up-Herz höher schlagen lassen. Von weiß bis schwarz, Glitzer, Nude, Rot, alles. Und das letzte, was ich jetzt hier noch in dem The Balm-Paket habe, ist der Cindy Luminizer in dieser Farbe. Das ist ein Highlighter in so ein bisschen einem peachigen Ton. Sieht mega, mega cool aus. Und die sind pigmentiert, ich sag es euch. Das letzte Set, was ich euch jetzt hier zeige, ist ein Augenset sozusagen. Und zwar habe ich hier drinnen Wachsstreifen für die Augenbrauen. Und dann habe ich hier ein Augenbrauengel in der Farbe Dark Brown von Adele. Genauso wie Wimpern von Adele. Und dann habe ich auch noch einen Wimpernkleber, den Duo, der allerbeste Wimpernkleber, den es auf diesem Planeten gibt. Duo Wimpernkleber in Schwarz. Das ist jetzt das letzte Set, was ich euch zeige. Ich könnte euch noch so, so, so viel mehr zeigen. Aber sonst, wie gesagt, würde das Video einfach viel zu lange werden. Wenn ihr wissen wollt, was davon an euch geht und wie die Verlosung stattfindet und etc. und Pustekuchen, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Ich würde mich mega, mega freuen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ich vielleicht mal mehr Verlosungen machen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Somit ho, ho, ho. Die Mickey Maus, Weihnachts-Mickey Maus, verabschiedet sich. Bis dann. Ciao!